Festigkeitsoptimierung von Überlappungsklebungen. Bei Überlappungsverklebungen von strukturellen Bauteilen treten im Belastungsfall die versagensauslösenden Spannungsspitzen immer zuerst im Randbereich einer Klebung auf. Um diese Spannungsspitzen reduzieren zu können, soll der hochsteife Klebstoff im Randbereich der Verklebung durch elastischere Klebstoffmischungen ersetzt werden, welche durch Graduierung der Klebstoffeigenschaften eine Optimierung der Klebschicht erzielen. Eingesetzt wurden bei der Durchführung dieses Forschungsprojektes die bewährten Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoffe der Firma Uhu. Zur Realisierung des Auftrages der unterschiedlichen Komponentenverhältnisse entwickelte der Anlagenspezialist ATN Hölzel GmbH ein vielseitig einsetzbares Dosiersystem. Neben der mechanischen, elektrischen und pneumatischen Konstruktion und Umsetzung wurde auch die Steuerung im Hause ATN entwickelt. Dies bietet neben des beliebigen Vermischens der Komponenten eine anwenderorientierte Applikationsmöglichkeit, wie Differenzierung in Raupengeometrie und/oder sequentiellen Auftrag des Klebers. Um die Graduierung innerhalb der Klebschicht veranschaulichen zu können, wird für die folgende Schauapplikation die Variation im Komponentenverhältnis farblich dargestellt. Die eingestellte Flexibilität der einzelnen Klebstoffmischungen nimmt vom Randbereich hin zur Mitte der Klebung stufenweise ab. Die so optimierten Verklebungen wurden beim IPF entsprechend geltenden Prüfverfahren in Zug-Schirr-Versuchen auf maximale Belastbarkeit bei Bruch getestet. Im direkten Vergleich zu einer Verklebung mit dem Standardkomponentenverhältnis konnte eine graduierte lastoptimierte Verklebung bis zu 150% Festigkeit in Abhängigkeit von der Überlappungslänge erreicht werden. Die lastoptimierte Verklebung zeigt nicht nur eine deutlich höhere Belastungsgrenze, sondern auch eine vielfach höhere Bruchdehnung. Durch rechnergestützte Modellierung und Simulation konnten zunächst die Spannungsspitzen, welche unter Krafteinwirkung innerhalb einer Standardverklebung im Randbereich auftreten, analysiert werden. Mithilfe simulationsgestützter Optimierung wurde dann die optimale Graduierung ermittelt. Um schließlich die gewünschte Verschiebung der auftretenden Spannungsspitzen hin zur Mitte der Klebschicht erreichen zu können. Dadurch werden die hochbelasteten Randzonen entlastet, was wiederum die deutliche Steigerung der Belastungsgrenze bewirkt. Diese innovative und bereits patentierte Technologie ermöglicht auf bis zu 150% gesteigerte Festigkeiten bei identischer Klebefläche und ist besonders effektiv bei großen Überlappungslängen. Bei Interesse an weiteren Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit einem der drei Projektpartner auf.